Hallo, mein Name ist Marc Leifelt von Evaco. Herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Evaco Education Developer Edition. In dieser Serie befassen wir uns mit allen Themen zu Skripten und Datentransformationen in ClickSense. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie definierte Teile aus einem Feld mit dem Befehl Subfield extrahieren können. Subfield wird zur Extraktion von Teilstrings aus einem Feld verwendet. Das Feld, aus dem Teile extrahiert werden sollen, muss aus mindestens zwei Teilen bestehen, getrennt durch ein beliebiges Trennzeichen. Die Funktion Subfield kann zum Beispiel verwendet werden, um Vor- und Nachnamen aus einem Namensfeld zu extrahieren. Wie sieht die Subfield-Funktion aus? Natürlich beginnt mit Subfield und dann in Klammern mindestens zwei Parameter und bis zu drei Parameter, wobei der erste Parameter der Text bzw. String ist, aus dem extrahiert werden soll, der zweite Parameter das Trennzeichen und der dritte optionale Parameter, aus dem wievielten Teil des Textes extrahiert werden soll. Wenn die Funktion Subfield in einem Load-Befehl ohne optionalen dritten Parameter verwendet wird, wird für jeden Teil ein vollständiger Datensatz generiert. Und wie verhält sich Subfield in der Praxis? Schauen wir uns diese Tabelle einmal genauer an. Eine Liste von Mitarbeitern und leider gibt es hier nur das Feld Employee Name mit dem kompletten Namen. Mithilfe der Subfield-Funktion wollen wir dieses Feld nun zerlegen. Ich beginne natürlich mit dem Befehl Subfield und dann als ersten Parameter das Feld, aus welchem wir extrahieren möchten, gefolgt vom Trennzeichen, was in unserem Fall einfach ein Leerzeichen ist, und gefolgt von dem Teil, aus dem extrahiert werden soll, und das ist in dem Fall der erste Teil. Natürlich bietet es sich dann auch noch an, das Feld entsprechend zu benennen. Und abschließend natürlich auf Datenladen klicken, das Skript durchladen lassen und das Ergebnis schauen wir uns jetzt einmal im Dart-Modell etwas genauer an. Hier unten sehen wir das Feld Employee Name und unser neu erzeugtes First Name Feld. Schauen wir uns das etwas genauer an. Auf der rechten Seite sehen wir die First Names, welche aus dem ersten Teil bis zum Leerzeichen des Felds Employee Name extrahiert wurden. Weitere Tipps rund um Click finden Sie auf unserer Homepage und unseren Social Media Kanälen.